Hallo, herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 2 Thron des Baal. Wir sind im Ascension-Endkampf und in der letzten Folge habe ich die drei Pools hier leergeräumt und bin dann an Melissans Endkampf gescheitert. Jämmerlich gescheitert, weil Sarevok mich verraten hat, aber ich habe eine Idee, wie ich Sarevok auf meiner Seite behalte. Sarevok denkt anscheinend, dass der Ruf von 10, den Frederik hat, zu gut ist, dass Frederik Gutes tut und ein Guter ist. Und wenn wir unseren Ruf senken um einiges, dann bleibt er bei mir. Und das machen wir am besten, indem wir uns in den Schlechter verwandeln, beziehungsweise in den Wüter, denn Frederik kann sich jetzt in den Wüter verwandeln auch. Nach, ich glaube nach 6 Millionen Erfahrungspunkten wird das eine Option im Ascension Mod. Das kostet direkt 3 Rufpunkte. Und dafür ist Frederik jetzt dieses ultra geile Monster hier. Mit einem irrsinnigen ETW-0 von minus 21. Zum Vergleich, Korgan hat minus 13. Und Sarevok hat minus 14. Außerdem hat er 5 Angriffe die Runde. Und er trifft wie ein verdammter LKW. Wie ein Truck. Ja, Rettungswürfe sind unendlich gut. Er hat Resistenzen gegen alles Mögliche. Also es ist super, super toll, diese Wüterverwandlung. Und wir werden da direkt wieder rausgehen, denn ich habe es ja nur gemacht, um den Ruf zu senken. Darum habe ich es gemacht. Das war der Sinn der ganzen Übung. So, Edwin, dein Zauberbuch passen wir an. Ich habe ein bisschen nochmal getestet. Ich bin wahrscheinlich in der Lage, 2 projizierte Ebenbilder hinzubekommen über den kombinierten Notfall. Da ist zwar ein Fix vom Fixpack im Weg im Prinzip, aber ich kriege es wahrscheinlich hin, wenn ich schnell genug bin. Das war zumindest so meine erste Wahrnehmung davon. Also lernen wir 4-mal Planetar beschwören und 2-mal den kombinierten Notfall. Speichern das Spiel ab. Das ist ganz wichtig. Und machen die ersten beiden Pools auf. Ja, ersten beiden Pools werden jetzt getrennt. Frederik holt sich seine Superkräfte. Und dann gucken wir, dass ich das hinbekomme mit dem kombinierten Notfall. Und dem projizierten Ebenbild. So, jetzt trennen wir das Ding hier noch auf. Dann bringen wir noch die Kriegerskelette um. Die sind nämlich im Weg. Die haben zu wenig Lebenspunkte. Für im Moment. Für gerade jetzt. Ja, ich rede von dir. Und von dir. Ihr seid verletzt und schwer verletzt. Ja. Au. Das ist Frederiks Wüterverwandlung. Oh, cool. Direkt gekillt. Man macht den auch noch platt. Komm. Es ist nur ein Kriegerskelett. Das kann doch nichts. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Und dann schauen wir mal. Was hast du denn? Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich wollte bei dir noch die Waffen ein bisschen umändern. Ein bisschen nach vorne holen. So. Und dann testen wir jetzt aus, ob ich das mit Edwin und dem kombinierten Notfall hinbekomme. So. Dann hau ihn mal raus. Kombinierter Notfall auf Hilflos, auf Selbst, Stufe 7 Zauber, 3-mal projiziertes Ebenbild. 1, 2, 3. Klick. Jetzt hau ich direkt ein projiziertes Ebenbild raus. Und jetzt entsteht hoffentlich ein zweiter Edwin. Komm. Ja, es hat funktioniert. Obwohl hier steht, dass ich diesen Zauber nicht wirken kann, bevor die Wirkung des aktuellen Zaubers aufgehört hat, habe ich jetzt doch 2 Edwins. Das ist wunderbar. Das finde ich geil. Wir machen jetzt Planetare. Von 2 Zauberern. Ja. Und das machen wir dann gleich nochmal. So, jetzt habe ich... Ja, das mit dem Klicken wird komplizierter. Wegen dem Autopausen. Komm. Habt ihr gut gemacht. So, noch mehr. Noch mehr. Von dir und auch von dir. Dann stellen wir Vikonia da in die Mitte. Dann kann sie uns alle schützen. Ein bisschen zumindest. Vor Bösem. Ja, hochironisch, ich weiß. Vikonia, nee, ich meine, Bodhi, du willst doch auch diesen Schutz vor Bösem abbekommen, oder? Ja. Ich wusste doch, du würdest den auch wollen. Schließlich musst du vor Bösem geschützt werden. Ja. Böses, das vor Bösem geschützt wird. So, Vikonia, was hast denn du noch Schönes? Du könntest nochmal Sarevok ein bisschen buffen. Jetzt ist er ja wieder auf meiner Seite. Das nehme ich schon ein bisschen vorweg, ich weiß.
Aber er ist tatsächlich auf meiner Seite. So, ihr habt jetzt eure Zauber, ihr habt eure Schuldigkeit getan. Das heißt, ich werde jetzt Edwin einen Schlag auf den Hinterkopf versetzen. Da, Edwin. Und dann verschwinden die Kerle. 5 Schadenspunkte. Es war aber kein Schlag auf den Hinterkopf. Es war ein ganz schöner Angriff, war das. Meine Güte. Gut, dann geben wir das andere dir selbst. Und wir warten nochmal eine Runde. Und dann kommt der nächste kombinierte Notfall. Wieder mit hilflos selbst 3-mal projiziertes Ebenbild. Die müssten dann auch aber reichen. Um mal komplett ehrlich zu sein. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Wenn ich so viele Planetare habe. Ich meine, mir bleibt immer noch die Option, dass ich sagen könnte, okay, wir stellen die Schwierigkeitsstufe runter. Das ist natürlich was, was ich vielleicht hätte machen können. Aber du siehst ja, passiert nicht. Nee. Wir bleiben dabei. So, dann geben wir das dir. Macht zwar wahrscheinlich wenig Sinn. Und du beschwörst noch ein paar dunkle Planetare. Die werde ich alle zu Sendai schicken. Das ist mein fester Plan. Die kommen alle zu Sendai. So, das war das. Chaotische Befehle. Dann verteilen wir ein paar Todesschutze. Ja. Komm, macht weiter. Ja, Edwin jammert immer noch, dass seine Zauber fehlschlagen, aber das stimmt ja nicht, wir sehen ja hier. Die Duplikate zaubern wunderbar. Alles mit Planetaren voll. So, noch ein Todesschutz vielleicht. Für Frederik ist sowieso immun, also vielleicht für... Ja, für wen eigentlich? Wir könnten Gesang machen. Oh ja, mach Gesang. Alle kriegen plus 1 auf alle ihre Würfe. Das ist doch auch wunderbar. So, dann haben wir jetzt noch einmal Planetare, denke ich. Damit haben wir dann 16 Stück, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Das sollte reichen, um hier alles niederzumachen. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich's auch nicht, meine Freunde. Dann habe ich keine Ahnung, wie das so weitergehen soll hier. Jetzt ist die Frage, lasse ich euch da oben stehen? Nein. Ich werde Edwin aus seiner Trance holen hier. Ja. Sag danke, Edwin. Und dann wollen wir mal gucken. Dann entferne ich die Planetare hier wieder. Weil wir kriegen ja noch eine Rast jetzt gleich auferlegt. Und da lerne ich anstelle von Planetaren. Wollen wir Drachen-Odem lernen? Oder Energieklingen? Wir machen eine Mischung aus Drachen-Odem und Energieklingen, denke ich mal. Weil, ja, vielleicht sogar noch eine Rast. Wobei eine Rast macht eigentlich keinen Sinn. Komm, einmal Geschwindigkeit, einmal das noch. Und hier entfernen wir natürlich die ganzen projizierten Ebenbilder. Ich könnte jetzt zwar weitermachen und noch ein paar beschwören, aber hey, wenn das nicht reicht, dann reicht gar nichts. Dann nehme ich lieber ein paar Mal, nee, das ist ein Regenbogenstrahlen. Ich will den rubinroten Strahl der Aufhebung. Den kann ich vielleicht ein paar Mal unterbringen. Unsichtbarkeit für alle. Kelvinsparierende Peitsche. Ja, warum nicht? Und hier bleibst du schön defensiv. Dann nehmen wir sogar noch einmal mehr Schutz vor magischen Waffen. Das können wir so lassen. Ich denke, das lassen wir jetzt so. Ja, wir speichern das Spiel nochmal ab. Komm. Ja? Lass mich speichern. Sagt mir, was zu tun. Komm, der Rede wert. Ach so, euch dahin. Nein. Dahin. Da, wo Sendai steht. Da könnt ihr... Wo ist das denn ein Kampf hier? Danke. Da, wo Sendai steht, da könnt ihr euch aufhalten. Dann gehen wir jetzt in den Kampf. Ja, wir gehen jetzt in den Kampf, ohne groß drüber nachzudenken. Das ist jetzt hoffentlich, das wird jetzt. Komm, das wird. Ich habe zwar einen schwammigen Plan nur, aber ich habe einen Plan. Ich kümmere mich drum. So, von dir hätte ich gerne einen wahren Blick auf jeden Fall. Bei dir zaubern wir den später. Von dir hätte ich gern einen Wutanfall. Wunderbar. Und Edwin, im Prinzip kannst du vielleicht direkt eine deiner Massenunsichtbarkeiten auf uns benutzen. Komm, mach. Achso, dann solltest du noch verschwimmen zaubern. Das senkt auch die Rüstungsklasse und ist sehr gut aus dem Grund. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Ja, da sind sie auch schon, die Dinge, die da kommen. Wunderbar. Amelissan!
Es reicht. Ich habe genügend Essenz gesammelt, um mit euch fertig zu werden. Ich werde nicht länger warten und euer armseliges Leben beenden. Macht euch bereit, euch euren Geschwistern anzuschließen. Ja, hast du die Armee von Planetaren gesehen, die wir da beschworen haben? Zendai. Meine guten Planetare, Zendai ist das Ziel. Und jetzt versucht sie wieder, Sarevok auf ihre Seite zu ziehen. Das hatten wir ja schon letztes Mal. Was meint ihr mich, Vibe? Wir haben nichts miteinander zu tun, ihr und ich. Aber sicher haben wir das, Sarevok. Ich machte euch bereits einmal ein Angebot und dieses gilt immer noch. Unterstützt mich jetzt. Verlasst diesen armseligen Jungen und stellt euch an meine Seite. Auch wenn ich über euer Angebot nachdenken wollte, so kann ich es doch nicht. Frederik hat mich mit einem Schwur gebunden. Der Geist, den dieser Narr auf euch gesprochen hat, ist nichts. Ich kann ihn mit Leichtigkeit entfernen. In Wahrheit mache ich dieses gerade. Seht, handelt nach eurem eigenen Willen. Und jetzt? Ich sehe es. Und ihr glaubt, euer Angebot interessiert mich. Frederik hat sich gut genug gegen euch gehalten. Vielleicht, aber ihr seid ein großer Krieger. Und ihr könntet ein großartiger General sein, der meine irdischen Armeen anführt. Macht, Reichtum, Respekt. Alles, was ihr wünscht. Und natürlich die Rückkehr der Balessenz, die ihr einst verloren habt. Kommt, Sarevok, seid der Dämon, der ihr einst wart. Dient mir. Euch dienen? Ihr machtet mir dieses Angebot schon einmal, wenn ich mich recht entsinne. Ich hängte euren Boten an der Spitze meines Turmes auf und erlaubte den Krähen seine Eingeweide zu fressen. Ich will herrschen, nicht dienen. Und schon gar nicht werde ich euch dienen, Weib. Meine Antwort ist nein. Danke, Bruderherz. Wenn ich gewusst hätte, dass es nur am Ruf liegt, hätte ich mich natürlich noch schlechter verhalten gegenüber der Bevölkerung. Und dazu sagt sie dann, dann sterbt mit eurem schwachsinnigen Bruder, wenn das euer Wunsch ist. Die fünf werden euer beider Ende sein. Ja, und ich mache jetzt direkt Pause wieder. Komm, Pause. Lass mich Pause machen. Ah, jetzt hast du den Planetaren auch noch wehgetan. Das finde ich frech. Finde ich sehr frech. Ihr solltet auf die Tante gehen. Hier machen wir die KI aus. Euch beide will ich da drüben haben. Und euch, ja, dich schicken wir auf Yagashura. Das haben wir schon geklärt. Von euch beiden erwarte ich jetzt eine Zähigkeit, damit ihr mir nicht wegsterbt bei jeder kleinsten Provokation hier. Und dann gehen wir dahin und bringen die um. Ja, das klingt nach einem Plan. Und zwar die Ilacera. Haha, Überraschung. Bleib hier. Weg mit euch. Oh, habt ihr? Zendai, ihr habt Zendai umgehauen. Okay, ihr habt Zendai umgehauen. Das heißt, jetzt wird's spannend oder lustig oder was auch immer. Eine Mischung der drei. Der zwei Sachen. Ich brauche jetzt von dir einen wahren Blick noch. Komm, mach den. Das wäre sehr nett. Doch stärker, als ich mir je hätte träumen lassen. So soll es sein. Euer Schicksal liegt das meine. Lasst uns das jetzt ein für alle Mal zu Ende bringen. Der Sieger bekommt die Beute. Ja, jetzt ist sie mit im Kampf. Aber Ilacera ist schon mal tot. Das ist sehr, sehr gut. Nee, Ilacera ist nicht tot. Ilacera war ja die noch am Leben war. Was wollt ihr? Nehmt euch halt den da. Du machst das mit dem wahren Blick, was ich gesagt hatte? Mach das mal. Du fängst jetzt an, hier Schutz vor magischen Waffen zu zaubern und stellst dich ihr in den Weg, wäre so meine Idee. Du kannst für mich vielleicht noch ein paar Zauber verteilen. Ich weiß nur nicht, auf wem. Den Sturm mache ich nicht mehr. Habe ich Angst, dass das Spiel mir nochmal abstürzt. Dann machen wir halt nichts mit ihr. Wobei, du kannst dich selbst vor dem Tod schützen. Was macht der da? Gesang. Okay, wir machen jetzt hier erstmal Wirbelwind mit euch beiden. Und hauen den um. Ikonia hat sich geschützt. Wunderbar. Haut Balthasar zu Brei. Nein. Wechselt das Ziel auf Ilacera. Ja, kommt. Wechselt das Ziel auf Ilacera. Noch einen von Frederik. Gibt's hier. Die muss sterben. Komm. Ist sie tot? Nein, sie ist immer noch nicht tot. Aber mein guter Zwerg ist fast tot. Dann wollen wir doch mal eine Genesung wirken. Zum Glück wurden wir alle weggeworfen auch. Ja, da sind wir wieder alle da. Wunderbar. Zumindest alle wieder am Leben. So. Zwerglauf. Sarevok, du stehst da unten und schläfst anscheinend. Ilacera muss sterben.
Mehr auf Illacera. Auf Illacera. Du kannst dir ja Balthasar vornehmen. Okay, das hat fast funktioniert, hä? Fast aber auch nur. Ha! Ich kann, während ich wegfliege, auf ihn werfen mit meiner Axt. Das ist natürlich wunderbar. So, ich erwarte jetzt, dass Illacera stirbt. Sarevok? Zeig's ihr. Zeig ihr, warum du... Oh oh. Nicht gut. Aber du gehst auf den Planetar, das ist angenehm. Jetzt gehst du auf Korgan. Das ist nicht angenehm. Lass Korgan in Frieden. Korgan hat dir doch nichts getan. Oh Gott. Der Arme. Ja, und da ist er tot. Okay, ich habe Korgan verloren. Komm, bringt sie um. Was ist verkehrt mit Illacera? Warum will die nicht sterben? Okay, Heilung auf meinen guten Sarevok. Du suchst dir Korgans Leiche und holst ihn zurück. Oh, beziehungsweise du holst ihn direkt zurück. Was ich cool finde. Ich folge euren Befehl. Im Moment. Dann nimm mal einen Trank. Die Heilung kommt nicht. Ist sie jetzt tot? Ist Illacera tot? Ich glaube, Illacera ist gefallen, oder? Ich gucke jetzt das Log hier unten durch. Ich guck's wirklich durch. Ja, Illacera stirbt. Melisandre geschwächt. Das ist nämlich der Trick dieses Kampfes. Okay, die haben wir umgebracht. Lasst Yagashura in Ruhe. Wäre meine Idee. Lasst Yagashura in Ruhe. Der ist nutzlos, der Kerl. Keiner mag ihn. Keiner will ihn. Okay, du könntest nochmal den Auferstehungsstab auf Sarevok benutzen. Ja. Sarevok, gib's ihm. Soll es sein. Vikonia, komm da raus. Hol deine Ausrüstung. Und später schlitze ich euch den Bauch. Und du holst Sarevok. Nee, Balthasar. Okay, Sarevok. Wirbel! Oh yeah, gib's ihm. Gib's ihm. Was wollt ihr? Ich fürchte. Komm, gib's ihm. Bist du bei deiner Ausrüstung? Nein, noch nicht. Ja, Melisandre hat direkt erkannt. Oh, der hat keine Rüstung an. Dann wollen wir ihn doch mal umhauen. Ja, das ist natürlich ungünstig. Ich krieg die Rüstung auch nicht mehr angezogen. Das ist eine der Sachen, die man nicht machen kann. Ich krieg das Schild angezogen. Das könnte mich retten. Beziehungsweise könnte Korgan retten. Ja, den Rest müssen wir halt hier so reinlegen. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon wieder eine Waffe an, was sehr, sehr gut ist. Ja, Waffe ist sehr, sehr gut. Nehmen wir richtig auch gleich die gute mit Regeneration. Ja, als ob das jetzt was ändern würde. Oh ja, da fällt mir ein. Korgan, du hast doch auch Genesung auf deiner Waffe. Was gibt's? Wir könnten das sowieso gebrauchen. Ja, fast. Und dafür habe ich den wieder angezogen. Mach den kalt. Zweiter Wind schon wieder. Okay, Mondstellung dann. Wird jetzt nochmal mehr gewirbelt von meinen Leuten hier hoffentlich. Komm, wirbel, wirbel. Sarevok hat. Frederik will nicht. Frederik will nicht. Frederik ist tot. Okay. Okay. Fast. 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 Ja, wir kommen hin. Wir kommen hin. Ich habe hier noch einen Quicksave. Wir machen das diesmal besser. Wir machen das diesmal besser. Ach, kommt. Ihr da geht dahin. Ihr da geht auch dahin. Und ihr da hinten geht auch dahin. Ich bin es leid, dass ihr euch nicht so schön stacken lasst, wie ich das gerne hätte. So. Dann drehen wir jetzt hier dran. Und machen das diesmal besser. Ja, wir machen das diesmal besser. Anders. Schneller. Tödlicher. Was auch immer. Ich kümmere mich drum. Das wird schon. Von dir wollte ich... Na, die Massenunsichtbarkeit machen wir zum Schluss. Von dir wollte ich einen wahren Blick... Euch gebe ich jetzt schon die Zähigkeit mit. Ja, oh, ihr kriegt jetzt schon die Zähigkeit drauf. Du schützt dich gefährlichst vor allem, was dir wehtun könnte. Über Zauber. Und wir geben vielleicht Bodhi ihm eine verbesserte Hast. Ich habe so das Gefühl, dass sie das nicht wirklich braucht. Ja, Magiewiderstand und beschleunigt gleichzeitig. Wer weiß, was dabei jetzt rausgekommen ist, wirklich. Gesang habe ich schon gewirkt. Mach nochmal chaotische Befehle auf einen von denen. Auf Korgan. Der kriegt ja jetzt keinen Berserker-Rausch, weil das nervt mich, dass er danach so müde ist.
Deswegen lassen wir das weg. Es reicht. Ich habe genügend Essenz gesammelt, um mit euch fertig zu werden. Ich werde nicht länger warten und euer armseliges Leben beenden. Macht euch bereit, so, euch euren Geschwister Sarevok lehnt ab. Und wir gehen wieder auf Ilacera und Balthasar. Oh, Edwin ist umgefallen. Edwin. Was soll das? So. Weg mit dir. Willst du uns helfen hier drüben? Du könntest uns helfen diesmal. Ich glaube, die Planetare kommen da eigentlich gut zurecht mit den Leuten. Ist schon geschehen. Ja, wir helfen. Wir helfen. Balthasar verliert 5 Stufen durch an Bodhi. Besser geht's nicht. Oh, okay. Und Balthasar hat Bodhi außer Gefecht gesetzt. Interessant. Wirbeln, wirbeln und wirbeln. Und drauf. Auf den Guten. Und drauf auf Ilacera. Oh, Mist, Mist, Mist. Sender hat's überlebt. Wie kann das sein? Wie kann Sender überleben? Hochgradig ärgerlich, möchte ich mal sagen dazu. Hochgradig. Okay, Balthasar hat anscheinend Probleme, uns zu treffen, was ich gut finde. Ihr solltet weiter auf die Tante gehen. Läuft schlechter als letztes Mal. Läuft definitiv schlechter als letztes Mal. Kann man gar nicht anders sagen. So, Frederik, schau mal, ob du mal einen Blick rausbekommst. Oh, cool. Da ist er ja wieder. Dich haben wir vermisst, gute Frau. Nicht wirklich, aber ist höflich, das zu sagen. So, Edwin. Rette Sarevok. Sehr gut gemacht. Ihr geht hier, okay. Sendai. Hallo, sagt Hallo zu Sendai. Tötet Sendai. Okay. Da ist Sendai. Der Sieger bekommt die Beute. Das Problem ist wirklich, dass Sendai sterben muss. Wenn Sendai nicht stirbt, dann wird die mich das ganze Spiel übernerven noch. Was wollt ihr? Den ganzen Endkampf. Also ich hätte das eigentlich doch gerne, dass die am Anfang stirbt. Aber okay. Gibt's Balthasar. Zweiter Wind. Okay, wo ist er? Wo ist er? Komm, du kannst ihn einfach zweiter Wind machen und dich dann auflösen, Balthasar. Das funktioniert so nicht. Lass mich mal schauen, was da steht. Balthasar stirbt. Okay, zweiter Wind hat anscheinend nicht funktioniert. Wunderbar, wunderbar. Zweiter Wind ist fehlgeschlagen. Beste Nachricht seit langem. Das heißt, Sendai ist noch da. Das heißt, wir werden hier nochmal einen wahren Blick raushauen. Und was darf es jetzt sein? Edwin? Von dir erwarte ich eigentlich, dass du vielleicht nochmal ein paar... Ne, Planetare beschwören kannst du gar nicht mehr. Aber wir haben ja hier durchaus Möglichkeiten, mit Zaubern gegen die Leute vorzugehen. Ich denke, ich sollte Yagashura verschwinden lassen. Zauberauslöser mit Magieresistenz senken. Hat nicht funktioniert, okay. Wahrscheinlich, weil es das Abbild war. Da ist Sendai. Haut Sendai tot. Die dreht jetzt an ihrem Onyx-Ring schon wieder, aber ich glaube, sie kann nirgends wohin, oder? Nee, sie kann sich teleportieren. Okay, da ist sie tot, da ist sie tot. Das war's für Sendai. Wunderbar. 5 Stufen verloren. Das heißt, Bodhi hat die wieder umgebracht. Bodhi, ich bin so glücklich mit dir gerade. Frederik? Zeit für die große Tante, würde ich sagen. Schutz vor magischen Waffen. Frederik geht auf die. Und wir teilen jetzt auf. Wir gehen mit euch da oben hin. Sarevok und Korgan gehen da oben hin. Und ich versuche, jetzt aber Sigal umzubringen. Rubinroter Strahl der Aufhebung macht hoffentlich diesen Schutzzauber da weg. Einer ist auf jeden Fall weg. Ja, einer ist auf jeden Fall weg. Hätte schlechter laufen können. Dann wollen wir
Komm, bringt ihn um. Ich folge euren Befehl. Im Moment. Weiter, weiter. Und was darf es jetzt sein? Bodhi hat Probleme da oben. Deswegen braucht sie ja die Hilfe von denen hier. Okay, Sarevok hat getroffen, hat allerdings keinen Schaden verursacht. Aber das ist gut. Solange da nicht Waffe unwirksam steht, bin ich glücklich. Wo ist mein Chef? Du bist hier noch. Okay. Gut. Haut ihn um. Versucht ihn umzubringen. Bresche hinterher. Bodhi, nimm einen Schritt weg da. Ich brauch dich nämlich noch. Ja, ich hab Pläne für Bodhi. Okay, warte mal. Wir lassen Bodhi wieder auferstehen. Das hat nicht funktioniert. Okay, du zauberst vielleicht den Zeitstopp. Da will ich dann doch mal Fokus drücken. Und hoffentlich dagegen immun sein dadurch. So. Du haust die Genesung raus. Komm, bring ihn um. Ja! Alles richtig gemacht, hä? So macht man das. Lass ihn nicht aus deinen Augen. Okay, okay, okay. Nein! Wie hab ich das nicht kommen sehen? Wie habe ich das nicht kommen sehen? Aber wir sind so nah dran. Wir sind so nah dran, meine Freunde. Wir sind so nah dran. Das wird wieder eine lange Folge, fällt mir gerade auf. Das wird wieder eine sehr lange Folge. Komm. Euch noch dahin. Ich gebe euch jetzt alle mehrfach den Auftrag, dahin zu laufen. Ich hoffe, das bringt ja, das wird eine lange, 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 lange Folge. Nein. Ich wollte ihn nur schnell umhauen. Aber so ist das. So ist das. Ich kümmere mich drum. Ich sollte vielleicht wieder den Beantworter nehmen. Der Beantworter ist ja doch sexy. Also deutlich sexier als die anderen Waffen, die ich habe. Ha, vielleicht habe ich Frederik überschätzt. Das ging aber auch fix. Und es war nur meine Schuld. Okay, Abbild. Ja, jetzt sind wir soweit. Ich beschwöre tatsächlich ein Abbild. Und mit Edwin auch eins. Das Abbild hat ja überhaupt kein Level. Das ist ja fürchterlich. Das hat ja gar keine Zauber. So, jetzt haben wir hier auch noch einen Edwin. Einen Aushilfs-Edwin. Ja, schön. Hast auf die. Und die Planetare stehen voll in Melisands Weg. Ja, aber was soll's. Kriegen die halt ein bisschen was ab am Anfang. Ich habe genügend Essenz gesammelt, um mit euch fertig zu werden. Ich werde nicht länger warten und euer armseliges Leben beenden. Macht euch bereit, euch euren Geschwistern an. So, Sarevok lehnt wieder ab. Wunderschön, oder? Melisand ist böse auf uns und unsere Planetare. Da muss ich mal gucken, wie viel Schaden die denen wirklich gemacht hat. Naja, nicht viel anscheinend. Und dann gehen wir wieder. Na, meinetwegen. Alle nach da. Ist schon geschehen. Ja, alle. Vielleicht, ja, vielleicht nicht ja, das Double hier von dir. Und fang an zu wirbeln. Ja. Fang an zu wirbeln. Holen die Mütze raus. Und fangen an, wahrer Blick zu wirken. Macht's kurz. Hoffentlich. Ach so. Ihr wirbelt, ja. Ihr wirbelt. Okay. Ich? Bring Balthasar um. Hilf bei Balthasar. Der muss sterben. Unter anderem. Unter anderem, da haben wir ihn schon einmal umgebracht jetzt quasi. Oh, er ist wirklich gestorben. Interessant. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich gar nicht beschweren. Schauen wir mal, ob das Abbild... Nee, das Abbild kann keine guten Zauber. Dann nehmen wir dich. Rubin oder Strahl der Aufhebung auf den guten... Nein! Ach so, gut. Da hast du den Zeitstopp unterbrochen von Sendai. Ich hätte träumen lassen. So soll es sein. Euer Schicksal gegen das meine. Lasst uns das jetzt ein für alle Mal zu Ende bringen. Der Sieger bekommt die Beute. Das Problem... An der Sache ist, dass Edwin hier nicht gut steht. Und Viconia steht hier auch nicht gut. Oh mein Gott, Viconia. Kommt her, rettet sie. Rettet meine Dunkelelfe. Oh oh, Edwin. Nein, das war der falsche Zauber.
Ich brauche einen anderen Zauber. Schutz vor magischen Waffen zum Beispiel. Sehr gut gemacht, Edwin. Ah, wunderbar. Wer steht denn jetzt hier oben? Frederik und Bodhi greifen aber Sigal an. Ja, aber ohne Erfolg. Denn ich muss aber Sigals Schutz bannen. So. Das sehe ich dich nicht überleben. Ilacera. Bei aller Liebe. Oi, ich glaube, du bist so tot wie Bodhi. Wie Konia. Außer mein Abbild rettet sie. Müssen wir mal schauen. Was wollt ihr? Du hast den Wirbelwind geschafft? Du noch nicht. Du auch. Okay. Gibt's hier. Ja, okay, das Abbild hat sie wiederbelebt. Wunderbar. Da ist Sendai. Sendai ist natürlich nicht mein Freund. Ist dein Zauber schon draußen? Mach du mal Steinhaut wieder. Okay, sag mir, ob sie tot ist. Frederik stirbt. Das war das Abbild, ne? Hier oben. Ja. Die ist halt eine Bitch, die Frau. Die gute. Die ist halt eine Bitch. Eine ganz schlimme Bitch. Komm, Rubin oder Strahl der Aufhebung. Wir wollen den da oben endlich umbringen. So, gefallene Planetare sind gestorben reihenweise schon wieder. Die Frage ist... Ja, der Kerl da oben ist eine reine Verschwendung an Planetaren. Wir müssen hier unten die Sendai umbringen. Komm, bringt Sendai um. Gebt euch mal Mühe. Außerdem, machen wir die KI wieder aus. Ihr geht jetzt aber Sigal umbringen. So soll es sein. Gute Idee, das mir zu übertragen. Euer Tod ist nahe. Spürt ihr schon seinen Eis? Nein. Sendai. Sendai. Ja, ich folge euren Befehl. Außerdem, Rubinrotter. Nein. Okay, Bresche muss reichen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das ein Zeitstopp ist. Wenn das ein Zeitstopp ist, dann sollte ich Fokus benutzen. Okay, Frederik hat Fokus benutzt. Na komm. Haut sie um. Aber Sigal ist ein Problem immer noch. Okay, aber Sigal steht da ungefähr. Nächster rubinroter Strahl der Aufhebung. Und ihr geht wieder zu Sendai, ja? Sehr gut, ihr macht das gut. Okay. Irgendjemand hat einen Zeitstopp. Millicent hat einen Zeitstopp gemacht. Das heißt, in dem Zeitstopp kann ich Sendai umbringen. Wirbelwind. Gib's ihr. Na komm. Du wirst doch wohl die Sendai umbringen können in dem Zeitstopp. Oh, es ist ja traurig. Nächster Wirbelwindangriff. Ja, komm, gib's ihr. So ist gut. Und nochmal. Und einen normalen Wirbelwindangriff. Gib ihr den Re... Ja! Da ist sie gegangen. Verwendet einen Stab und da ist sie nochmal gestorben. Okay, sie ist tot. Sie ist tot. Ja, da will ich jetzt noch keine... Das will ich nicht nochmal neu verhandeln. Du bist tot. Füg dich. Aber Sigal ist schwer verletzt. Korgan, du musst es regeln. Über den Wurf. Okay, unwirksam. Das heißt, wir bannen. Weg mit der Steinhaut, weg mit Schutz von magischen Waffen. Weg mit dir! Aber Sigal ist tot. Okay, hier oben ist Yagashura noch und Melissa. Außerdem, irgendwelche Monster. Okay. Warum nicht? Jeder darf Monster beschwören, wenn er will. Habe ich nichts dagegen. Ist nur fair. Ich glaube, Bodhi habe ich allerdings diesmal wieder verloren. Was soll's? Wir haben genug Ressourcen noch. Ich bin hoffnungsvoll. Ja, wir zaubern jetzt auch ein bisschen da oben rein, ohne groß drüber nachzudenken. Außerdem, Frederik. Spiegelbild. Im Prinzip muss Yagashura ja sterben. Dafür hätte ich schon gerne Dingsbums gehabt. Bodhi dabei gehabt. Aber was soll's? Wenn wir Bodhi nicht haben, dann haben wir Bodhi halt nicht.
gefeuert. Leben ist kein Wunschkonzert. Okay, aber da ist eine scheußliche Austrocknung. Ja, wir hauen jetzt das Zeugs da raus. Magieresistenz senken auf Yagashura. Okay, das sind irgendwelche Monster. Ich bin beschäftigt. So, und du kannst, ja, du kannst auch im Prinzip, kannst du loslegen. Ja. Ihr könnt beide loslegen. Frederik hat Angst. Wo ist Frederik? Frederik, wo bist du? Da vorne irgendwo. Oh, das Spiel ruckelt. Nein. 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 Okay, es war nur die Pause. Nee, es ruckelt tatsächlich. Nee, es ist die Pause. Es ist immer nur die Pause. Ich habe Angst, ja. Okay. Yagashura, das wird hart noch. Das wird noch hart. Ich hoffe, das bringt was. Korgan? Du greifst den auch an, oder? Ja. Okay, verletzt. Verletzt, verletzt, verletzt. Wirbelwind für Korgan. Wirbelwind für Sarevok. Ich fürchte nicht. Greif den beide an. Ich hab schon Frederik, du kannst jetzt getötet. Eigentlich nochmal. Ja, du hast gerade erst Spiegelbild gewirkt, oder? Nee. Mach nochmal. Deine Rüstungsklasse besser. Ihr müsst den umbringen. Komm. Okay, jetzt sind alle meine beschworenen Kreaturen weg. Sehe ich das richtig? Uiuiui. Uiuiui, wo bist denn du? Genau. Ich brauche nochmal eine Deva. Wirbelwind. Wirbelwind. Ich habe keine Zeit, hier lange zu warten. So, du brauchst jetzt auf jeden Fall Schutz vor magischen Waffen. Und ihr macht weiter. Ihr haut den weiter. Oh. Was? Dein Zauber ist gescheitert. Das kann er. Nein, nein, nein. Dann laufen wir weg. Dann laufen wir weg. Ich habe jetzt keine Lust, dass das hier noch ewig. Dass ich hier noch sterbe. Aus irgendwelchen dämlichen Gründen. Wenn es denn sein muss. Wenn Frederik sich nicht vor magischen Waffen schützen kann, dann spielt er nicht mit. Ja, das sind die Regeln. So. Dich retten wir. Du machst nochmal einen Wirbelwind. Machst weiter. Genauso wie du. Ja, das machst du gut, Sarevo. Das machst du gut. Du hältst das aus. Ich bin stolz auf dich. Zähigkeit. Und weiter. Du machst auch weiter. Wirf. Ach so, du solltest ihn nochmal heilen. Sehr gut. Ihr macht weiter. Weiter auf Yagashura. Frederik, du darfst auch wieder spielen kommen, sobald ich dich vor magischen Waffen geschützt habe. Ja. Jetzt darfst du wieder spielen kommen. Komm, bring ihn um. Bring ihn um. Ich weiß, du hast jetzt keine tolle Fähigkeit mehr. Du hast noch kritischer Schlag und du bist vor magischen Waffen geschützt. Das heißt, das Schild ist jetzt erstmal unwichtig. Wir machen jetzt kritischer Schlag. Von Edwin bekommst du verbesserte Hast. Und du nimmst mal einen Heiltrank. So, hat das gewirkt? Hast du verbesserte Hast? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, 9,5 Angriffe. Das ist gut. Das ist gut genug. Okay, eine Marilith. Ja. Marilith ignorieren wir. Alte Regel, ne? Marilith werden ignoriert. Edwin, heil ihn. Korgan, mehr Schaden. Ich hab schon weniger getötet. Frederik, wie wär's denn mit noch einem kritischen Schlag? Komm, gib's den. Hey, Sarevok. Sarevok. Du musst wieder mitmachen. Okay, okay, Sarevok leidet. Sarevok leidet. Edwin ist aber noch da. Und kann ihn retten, hoffentlich. Ich bin bereit. Vikonia, ich brauche deine Lähmung aufheben hier oben.
auf meinem guten Kämpfer. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Komm, hilf ihm. Rette ihn. Korgan, was machst du eigentlich? Du wirfst weiter auf die Tante da. Auf den Kerl, okay. Dann wirbel auch. Zeig, dass du es ernst meinst. Edwin, noch einmal Auferstehung. Okay. Wunderbar. Das heißt, es kann weitergehen. Okay, was ist das? Was ist das? Aura des flammenden Todes. Ja, die machen wir doch gleich mal weg. Frederik, du brauchst wieder Schutz vor magischen Waffen. Ich überlasse jetzt nichts mehr dem Zufall. Hoffentlich. Du kommst jetzt auch mal ran. Frederik. Nichts mehr dem Zufall überlassen. Wir haben reichlich... Wir haben reichlich Zauber noch. Machen wir nochmal eine Beschwörung. Und sagen wir euch drei wieder mal, dass ihr euch auf den konzentrieren sollt. So soll es sein. Und zwar Frederik wieder mit einem kritischen Schlag. Wo ist er? Habe ich den überhaupt noch? Da ist er. Du wieder, also Korgan wieder mit einem verbesserten Wirbelwind, dem letzten. Und Zarebok auch mit dem Wirbelwind. So, kritischer Schlag, Angriff. Wirbelwind, Angriff. Und Zarevok? Ja, Zarevok hat keine Chance gehabt. Zarevok braucht wieder Heilung. Aber wir haben Yagashura fast tot. Wir haben jetzt zwar auch immer mehr Gegner hier, aber du musst halt mal jetzt wieder regulieren. Du musst regulieren. Ich will eigentlich keinen Feuerschaden benutzen. Aber du musst die eigentlich wegmachen, Edwin. Dafür bist du im Team. Ja. Um nochmal zu erklären, warum du da bist oder wofür du da bist, Edwin. Oh Mist. Ja, Melissan, nein. Ah, wie ärgerlich. Aber sie kommt nicht an meine Leute ran. Ja, ihre Gegner stehen im Weg. Ihre eigenen Leute stehen im Weg. So gut. So schön. Und wir können dich sogar wiederbeleben, Zarevok. Ja, ist das nicht wunderbar? Zarevok hat's für mich rumgerissen. Vielleicht, wer weiß. Mal schauen. Bringt ihn um. Oh. Nein. Nein! Was ein fürchterliches Spiel. Ah, okay. Nein. Scheibenkleister. Ja, das kannst du doppelt und dreifach sagen. Scheibenkleister. Aber mir hat das mit den Abbildern gefallen. Erstmal drehen wir aber hier. Also machen wir Abbilder. Bitte jetzt keine Autopause oder so. Nein, okay, gut. Das Abbild kann sich auch direkt wieder schützen. Haben wir ja alles schon gehabt. Dann macht Frederik nochmal ein... Frederik hat kein Abbild. Nee, wo bist du? Du bist der da. Frederik? Okay. Das war aber so ein guter Versuch, meine Güte. Ich bin ja richtig wütend. Nein. Nein, habe ich gesagt. Nicht ja. Edwin hat Probleme, mich zu verstehen. Okay, Bodhi braucht auf jeden Fall alle Offensivkraft, die sie kriegen kann. Denn ich will ja, dass die Kante überlebt. Ich mag Bodhi. Euch will ich da wegnehmen. Tut mir noch den Gefallen. Bevor es hier losgeht. So, du, Massenunsichtbarkeit. Nein, ich hab's nirgendwo hingeklickt mehr. Naja gut. Dann wollen wir mal. Jetzt funktioniert's. Jetzt wird's was. Ich hab's im Urin. Ich werde nicht länger warten und euer armseliges Leben beenden. Macht euch bereit, euch euren Geschwistern anzuschließen.
So, die beschwört wieder alle fünf. Sendai ist umzingelt. Und hat hoffentlich keine Chance. So, wir nehmen euch wieder nach da. Frederick zieht die Mütze um. So, dich mag ich gegen Balthasar. Das ist einfach so geil. Also ja, die Mütze, euch beide auf den da. Sagt mir, was zu tun. Komm, benutzt die Mütze. Das wäre mir echt ein Bedürfnis. So, du kannst ja Spiegelbild machen. Und auch da runtergehen. Wo ist... Achso, du bist... Ich hab die KI an. Machen wir die KI mal wieder aus. Komm her. Geh auf Balthasar. Okay, Sendai ist umgefallen. Wunderbar. Wir machen weiter. Wir haben überhaupt kein Problem damit. So, jetzt will ich allerdings die Planetare hier rüberziehen, alle. So ein bisschen. Ja. So, was hast du denn? Du kannst nichts, was mich interessiert, wirklich. Was eine Schande ist. Ja. Aber gut, was soll's. Wirbelwind. Mach sie kalt. Das wurde aber auch Zeit. Macht sie kalt. Größeres Unbehagen. Du sollst eigentlich in den Kampf gehen, mein Guter. Ja. Du sollst in den Kampf gehen. Ist schon geschehen. Mit deinem Duplikat, mit deinem Original. Und du sollst die Waffe nehmen. So, da steht Ilacera. Das ist ja wie geschenkt. Korgan, Ilacera ist dein neues Ziel. Wunderbar, wunderbar. Ja, die Kerle kriege ich da hinten nie los. Die lieben einfach Yagashura viel zu sehr. Da muss ich die ganz behutsam hier rüberziehen. Okay, okay, wir haben Dings umgebracht. Wir haben die eine Tante umgebracht. Und mit wir meine ich hauptsächlich Bodhi. So, Bodhi. Dich will ich bei Yagashura stehen haben. Ihr könnt ruhig die angreifen, ja. Ist erlaubt. Aber Sigal, ja. Du wirst ja mein nächstes Ziel. Okay, dann machen wir den rubinroten Strahl der Aufhebung, um seine komischen Zauberschutzzauber. Oh, auf wen will der gehen? Lasst Frederick in Frieden. Wo ist Frederick? Da oben. Gegen wen kämpfst du denn? Ach, gegen Balthasar noch. Okay. Irgendjemand muss halt gegen Balthasar kämpfen. Seid ihr da unten in Kontrolle, Sarevok und Korgan? Geht's euch gut? Wer bist du überhaupt? Du bist Bodhi. Dich will ich da oben haben. Ja. Okay, der ist unverwundbar da unten. Der, aber ist egal. Im Moment, die Waffen sind unwirksam. Das heißt, wir warten jetzt im Prinzip darauf, dass Edwin seine Bresche rausbekommt und sich das ändert. Während du da... Okay, du kannst ja nochmal Spiegelbilder machen. Ihr greift den da an. Du hilfst. Okay, Edwin. Rette Korgan. Korgan, rette dich selbst. Sarevok. Hilf. Korgan, nimm einen Schritt weg. Nimm einen Schritt zur Seite. Komm, aber ist egal. Ja, gibt's ihm. Gibt's ihm. Gibt's aber ist egal. Aber ist egal, verursacht immer noch Schadenspunkte bei Korgan. Hm, und wir treffen ihn, aber es macht keinen Schaden. Aber es kommt immerhin keine Waffe unwirksam mehr. Das ist schon mal sehr gut. Okay, Korgan. Du, der macht Kleinholz aus uns. Aber Sigal ist übel. Aber Sigal ist tot. Okay. Balthasar. Mein guter Freund Balthasar. Du musst sterben. Ja, ich sag's ja nur ungern. Aber wir kommen dich jetzt holen. All die Planetare kommen dich jetzt holen.
Okay, sie greift Planetara an. Damit kann ich leben. Die macht sie halt tot jetzt, was weiß ich, zwei die Runde oder so. Das ist echt schlimm. Aber damit kann ich leben. Noch. Jetzt eigentlich nicht mehr. Hör auf, die Planetare alle umzubringen. Lass Bodhi in Frieden. Bodhi hat noch wichtige Aufgaben zu erfüllen, jo. Bodhi muss den da umbringen. Und zwar unterstützt von Edwin mit verbesserter Hast, ja. Komm, bring ihn um. Du willst doch auch, dass der Stufen verliert, ja. Du willst doch, dass er stirbt. Bring ihn um. Korgan, dich habe ich hier abgestellt, okay. Ist nicht unbedingt schlecht. Kann Vikonia dich nochmal heilen im Nahkampf? Fehlen 70 Lebenspunkte, ja. Und du kannst einen Wirbelwind machen. Und vielleicht Yagashura abwerfen. Oh, ich glaube, der hat gerade Bodhi umgebracht. Ne, Bodhi ist noch da. Bodhi ist noch hier. Bodhi zieht sich nur zurück. Okay. Ist Balthasar tot? Ne, Balthasar ist unsichtbar. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Für sowas hast du ja diese Diebeskapuze. Los. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Okay. Doch, du wirst versagen. Wo ist Balthasar? Balthasar, da bist du. Okay. Ich will, dass du versagst, Balthasar. So soll es sein. Das würde mir wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du jetzt versagst. Du würdest mir einen großen Gefallen tun. So, ich habe das Gefühl, dass Zarebok jetzt auf den Sack bekommen wird. Deswegen kommst du mal hier rüber. Und da stirbt er. Wunderbar, Balthasar ist tot. Bodhi ist unverletzt. Bodhi, du bist mein wichtigster Mann. Im Moment. Du musst hier... Okay, Korgan wirft immer noch auf ihn, auf den Feuerriesen im Nahkampf. Interessante Strategie. Was fliegt denn da auf Bodhi? Das gefällt mir nicht. Aber Bodhi muss den machen. Komm, Bodhi. Ich senke auch die Magieresistenz von ihm, wenn das hilft. Du machst schön eine Genesung. Und du wirst... Ihr werdet euch alle schützen jetzt durch Zähigkeit. Mist, jetzt habe ich das Ding ausgeschaltet. Zähigkeit für alle. Ja, das macht halt Sinn. Zähigkeit für alle macht Sinn. Oh, oh. Was wollt ihr? Ich? Oh, gut, gut. War alles geplant, ja? Was soll ich sagen? Was soll ich tun? War natürlich kein bisschen geplant, aber sieht jetzt gut aus, nicht? Sagt mir, was zu tun ist. Sieht gut aus. So, da unten habt ihr irgendwas Wertloses beschworen. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ich gebe nochmal eine Deva dazu. Und Edwin, du wirst die Größten... Du wirst Zarebok nochmal heilen. Okay, gut. Mein Heiltrank. Okay. Bodhi hat schon wieder ihr Ziel verfehlt. Also wenn Bodhi mal machen würde, was sie soll... Dann habe ich das Gefühl, dann wären die schon tot, alle Mann. Okay, geht ihr mal runter. Und ihr folgt alle. Muss sein. Ich habe keine Lust darauf, dass ich in diesen scheiß Wolken sterbe. Okay. Das ist jetzt die Frage. Zaubert Melissa einen Zeitstopp? Okay. Das war nutzlos. Dann wollen wir mal ein bisschen defensiver spielen. Hä? Eigentlich nett, ne. Keine Lust auf defensives Spielen. Aber was auch immer mit mir aufgezwungen wird. Oh, oh. Lauft weg. Ja, das tut doch weh. Edwin, versuch's. Versuch den Chef zu retten. Was gibt's? Bernd. Bodhi, Yagashura bitte. Yagashura bitte. Yagashura bitte. Gold und Edelstein.
Okay, Chef gerettet, aber noch betäubt. Dann wollen wir mal gucken, ob ich den mit Lähmung aufheben, ob ich das machen muss. Denk dran, Bodhi. Du weißt, wer sterben muss. Yagashura muss sterben, Bodhi. Nicht Amelissan. Amelissan kann gar nicht sterben, glaube ich. Okay, ihr habt ihn auch schwer verletzt bekommen. Ich bin beeindruckt von euch. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das noch besser hinbekommen. Lauf. Oder schützt dich vor magischen Waffen. Das wäre eine Alternative, die ich noch einsehe. Ja. Okay, du schläfst da hinten noch, was okay ist, denke ich. Du läufst. Und wirst noch ein letztes Mal Genesung raushauen? Ja. Uiuiui. Okay, du bist wieder da. Komm her. Ja. Nee, warte mal. Steinhaut. Ihr beide wirbelt. Wirbelt, was das Zeug hält. Als würde euer Leben davon abhängen. Gut, Steinhardt, wunderbar. Dann lauf hin. Ha, das war nochmal knallhart knapp. Meine Güte. Bringt Yagashura um. Das war wirklich knallhart knapp. Das war ja haarscharf. So, nächstes Mal. Nächsten Schutzzauber. Wunderbar, jetzt habe ich 4 Runden mit Melissan. Was wollt ihr, Oberwendler? Und ich brauche von euch mehr Wirbel. Und drauf. Drauf. Auf ihn. So, Edwin. Rette Sarivok, wenn das noch geht. Ja, hat funktioniert. Wunderbar. Wo auch immer Edwin ist. Ich bin stolz auf dich, Edwin. Ach, du stehst da mittendrin. Ja, das... ich bin doppelt stolz auf dich. Doppelt und dreifach stolz auf dich. So, wir haben Yagashura umgehauen. Das heißt, ich habe ein bisschen eine Chance, jetzt nochmal eine Deva hinterher zu holen, denke ich. Und wir bringen jetzt Amelissan um. Darauf haben wir gewartet. Was? Sterblich? Nein, das kann nicht sein. Ich bin fast wieder sterblich. Ich habe zu viel Macht verloren. Dafür werdet ihr bezahlen. Keine Auswirkung. Oh, bitte, jetzt nicht. Sag jetzt nicht, dass das schlimmer wird noch. Okay. Amelissan. Keine Auswirkung. Ja gut, das ist natürlich... nicht unerwartet. Aber das kannst du doch nicht machen, Amelissan. So, die Frage ist... Oh ja, oh gut. Anscheinend... Ich muss mal drauf warten. Ja, Sarivok kann Melissan treffen. Sarivok. Dafür hast du die +6-Waffe bekommen. Was war das denn? Melissan! Klingenbarriere. Wie oft hat die denn das gezaubert? 12 Millionen Mal? Ach komm. Ich weiß, ich habe geschummelt. Mit den ganzen Planetaren. Aber das, wenn das nicht Schummeln ist, dann weiß ich ja auch nicht. Dann weiß ich nicht, was Schummeln ist. Kaum der Rede wert. Ja, kaum der Rede wert. Was sagst du da? Du Idiot. Wir verlieren das Spiel noch. Okay, versuch's mal mit dem Drachen-Odem. Vielleicht wird das ja was. So, was machen wir mit dir? Vikonia? Ich hab keine Ahnung. Das Kriegerskelette beschwören, ja. Ich hoffe, das bringt was. Das war so fies. Ich bin beschäftigt. Okay, Edwin. Ich kümmere mich drum. Tja. Da stehe ich jetzt wirklich ein bisschen auf dem Schlauch. Um es mal so zu sagen, ja. Also das hätte besser sein können. Hatte ich mir mehr erhofft. Hast du Energieklingen? Nein. Wieso hast du denn... Habe ich dir keine Energieklingen beigebracht? Ja, habe ich nicht. Ich bin doof. Aber du hast alle deine Zauber genutzt. Das ist doch auch schon mal was.
So, dann mache ich jetzt so lange Schutz vor magischen Waffen. Bis es unterbrochen wird. Irgendwie. Keine Ahnung, wie man das unterbricht. Aber anscheinend kann sie das. Ja, und Frederick ist jetzt betäubt, verwirrt. Nein, komm. Lass das nicht das Ende sein. Bitte, lieber Gott der Computerspiele. Schütze ihn vor sowas. Oi. Wo ist Amelissa? Ja, wo ist Amelissa? Ja, Edwin, du stirbst wahrscheinlich. Oh Gott. Okay, du bist wieder da. Was soll ich tun? Du bist wieder da. Dann wollen wir mal. Wo ist die Tante? Wo ist die Chefin? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Edwin kann ich nicht helfen. Edwin muss halt jetzt seine eigenen Probleme lösen. Mit seinem Stab. Wo ist sie? Wo ist sie hin? Melissa ist immun gegen diese Art von Schaden. Die steht doch da nicht drin. Das würde ich ja sehen. Übernimm mal die Skelette, komm. Das kannst du tun. Für Edwin. Okay. Skelette sind mir. Wunderbar. Wo ist Amelissa? Bist du Amelissa? Nein. Okay, lass mich mal schauen, ob die tot ist. Die ist nicht tot. Das hätte ich mitbekommen. Ist immer noch verursacht Schaden an einem Nabassu. Okay, ach richtig, Frederick hat ja auch irgendeine Fähigkeit, mit denen er Dämonen kontrollieren kann. Die werden wir jetzt testen, wo immer die ist. Dämonen beherrschen. Die werde ich jetzt anwenden auf diesen Glabrezu da hinten. Oder auf euch. Euch will ich. Ich will euch beherrschen. Komm. Das ist eine schlechte Fähigkeit, wenn ich da so lange dämlich in der Gegend rumstehe. Okay, Vikonia hat die Hosen voll. Ist genehmigt, würde ich sie nicht verurteilen wegen. Aber ich finde Amelissa nicht mehr. Ach, hallo. Hallo, da bist du ja. Schatz. Dann hauen wir dich mal um. Das kann ja nicht so schwer sein, ne? Okay. Ja, okay. Wunderbar. Ich nehme an, das war's. Weil aus der Furcht komme ich, glaube ich, nicht mehr ordentlich raus. Oder doch. Ja, ich bin aus der Furcht rausgekommen. Wir verwandeln uns in den Schlechter, in den Wüter. Nein, wir verwandeln uns in den Wüter, habe ich gesagt. Nicht mein Zauber ist gescheitert. Okay. Sie kommt aber nicht an mich ran. Sie kommt nicht an mich ran. Göttliches Zauberschild. Geschützt durch Zauberfalle. Außerdem Tor. Na wunderbar. Frederick. Versuch's nochmal. Verwandel dich. Sei frei und tot. Okay. Wir sind ziemlich gut dabei. Wir sind ziemlich weit gekommen. Aber ich habe jetzt, ja, das ist jetzt frustrierend. Frustrierend, aber es ist ein spannender Kampf, was soll man sagen? Ihr lauft alle wieder dahin. Wie besprochen. Und wir drehen jetzt den Schwierigkeitsgrad nach unten. Ja, es ist soweit. Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Auf nach ganz links. Wunderschön. Ich will das jetzt gewinnen. Ich hoffe, das bringt was. Wir werden das jetzt gewinnen. Wir machen das jetzt wieder so wie vorher, nur wir nehmen jetzt alle viel weniger Schaden. Hoffentlich. Ich kümmere mich drum. Und deswegen wird's besser. Wir machen wieder Abbilder hier oben. Ja, falscher Punkt. Ich muss an das zweite Abbild auch nochmal denken. Dass ich ja theoretisch noch ein zweites Abbild zaubern kann. Dann verteilen wir jetzt noch ein paar Schutzzauber. Außerdem kriegt wie immer meine
Lieblingsvampirin, ein bisschen Liebe von mir. Wo haben wir es denn da? Ja. Und du kannst... Oh, du hast auch schon verbessert, da hast du jetzt plötzlich. Ja gut, dann kannst du die auch nochmal verteilen. Ganz großzügig. Wir sind ja großzügig. Achso, Frederik. Vergiss dieses Schild. Wir wollen offensiv vorgehen. Keine Zeit für so Pipifax. So, du machst nochmal deinen Schutz vor Bösem. Nee, haben wir schon. Dann machst du das da. Keine Ahnung. Hast du mehr Lebenspunkte. Ist auch nicht schlecht. Ist nicht verkehrt.